Herzlich willkommen zu einem neuen Part von FIFA 18 und ich bin's wie immer, euer Mindful, und heute starten wir direkt rein in das erste Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Direkt am ersten Spieltag, so ein Kracher, und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang, wir starten direkt rein in dieses heiße Derby. Köln in den roten Trikots, die Gladbacher in den weißen Trikots. Wir wollen hier natürlich direkt den Sieg holen im ersten Ligaspiel in diesem Derby, was ja immer heiß hergeht. Und es fängt ja schon mal gut an, viele Fehlpässe von mir, denn ich hatte noch gar keinen. Und wir kommen heute nicht wirklich mal an den Ball. Ah, gut aufgepasst da von Klünter. Ich habe mir auch überlegt, dass wir noch versuchen werden, entweder Horn oder den Klünter zu ersetzen auf der Verteidigerposition. Und das gibt die erste Ecke. Nein, Abschluss zeigt er an. Gut, Abschluss für Köln. Und ihr seht, ich habe doch noch mal den Keeper gewechselt, Timo Horn im Kasten in diesem heißen Derby. Und wir wollen hier natürlich das erste Tor holen der Saison. Haben ja schon drei neue Spieler verpflichtet und Bittencourt versucht es. Kann sich aber nicht durchsetzen. Und jetzt müssen wir aufpassen, Horn gegen Bobadilla, aber der scheint sich da zu verletzen. Und wir kommen hier nicht an den Ball. Aber jetzt mal Eggestein, unser Neuzugang, unser Talent, den wir eigentlich relativ günstig eingekauft haben. Und jetzt pfeift er uns zurück in der 17. Minute. Die erste Verletzung von Bobadilla. Ja, sie tauschen aus. Da der frische Mann. Und wir dürfen natürlich netterweise den Ball zurückspielen. Denn wir sind der 1. FC Köln, wir kennen das Fairplay und wollen trotzdem hier das 1:0 holen. Und jetzt mal Jojic versucht es einfach mal. Er kann es ja aus der Distanz. Aber wir wollen hier natürlich versuchen, trotzdem irgendwie die Führung zu erzielen. Aber wenn wir natürlich nicht an den Ball kommen, haben wir ein Problem. Da muss Horn eingreifen. So, aber vielleicht jetzt mal über ein schönes, ruhiges Aufbauspiel. Jetzt mal Bittencourt auf dem Flügel. Der ist schnell. Ah, da kommt nicht wirklich einer mit. Aber dann kommt da von hinten Eggestein. Ebenfalls unser Neuzugang. Mit der Nummer 7. Er ist ja unser Risse-Ersatz, nachdem Risse uns verlassen hat. Und da sehen wir es nochmal. Schönes Tor. Kann man nicht anders sagen. Erst läuft keiner mit. Und dann mit der Nummer 7. Eggestein. Da sehen wir ihn im Bild. Maximilian Eggestein. Auf unserer rechten Bahn. Da gibt es schon wieder einen Wechsel bei den Gladbachern. Was ist denn jetzt los? Zwei Wechsel in so kurzer Zeit. Und wir wollen natürlich hier den ersten FC Köln versuchen, über die nächsten Saisons wieder an die Fußballspitze zu bringen, wo sie ja mal waren lange Zeit. Das heißt Champions League plus Bundesliga. Und jetzt wieder Bittencourt. Ihr seht, er ist verdammt schnell, bringt wieder die Flanke, aber diesmal zu ungenau. Ich will halt versuchen, den Kader so gut aufzustellen, wie es nur geht, wie es möglich ist vom Budget her. Das heißt, wir werden auch natürlich sehr viele junge Spieler versuchen zu bekommen aus der Jugendakademie. Und schaffe ich jetzt das Ergebnis, dieses knappe 1:0,
über die Zeit zu bringen. Jetzt mal mit Horn auf dem Flügel. Setzt sich super durch. Die Flanke kommt. Und dann hätte ich fast gesagt, das Eigentor. Gomez kommt dann nicht mehr dran, aber der eigene Spieler köpft ganz hart zurück, kann man schon sagen. So, kommt das Ergebnis über die Zeit schaukeln. Weil denn solange ich jetzt im Ballbesitz hier bin, kann Gladbach kein Tor schießen. Und wir konnten die Verteidigung bisher nur einmal knacken. Weil die stehen so kompakt. Und wenn, geht es hier nur über den Flügel. Aber da passt Piszczek auf. Ja, und dann hole ich mir den Ball zurück. Und dann pfeift er uns in die Halbzeit rein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, eigentlich eine sehr gute erste Hälfte von uns. Wechseln müsste ich jetzt noch nicht mal zwingend. Aber hier Horn. Wen könnte ich für ihn bringen? Ja, bringen wir Meré. Heinz kann nämlich auch links spielen. Meré in die Mitte rein. Ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Oder war das Sörensen auf rechts? Ah, jetzt erstmal Eggestein. Der ist noch nicht der Schnellste. Kriegt auch nicht die Ecke rausgeholt. Aber Gomez holt da stark den Ball zurück. Und ihr seht, ich kriege diese Verteidigung nicht geknackt, oder doch? Oh. Eggestein und Gomez jeweils mit dem Versuch. Ah, da ist doch keiner. Da ist doch keiner. Ich wollte ihn eigentlich so schön hoch in den Strafraum reinbringen. Aber daraus wurde ja leider nichts. Und dafür jetzt erstmal wieder die Gladbacher. Aber Jojic passt da gut auf. Ja, Bittencourt ist schnell, so schnell aber dann doch nicht. Gladbach kann erstmal klären. Und ich kriege diese Verteidigung einfach nicht geknackt. Ja, Ecke müsste es geben. Nein, er gibt Abstoß. Immerhin mal versucht, wieder aus der Distanz raus. Das wird hier unsere einzige Möglichkeit heute sein. Ah, jetzt erstmal Bittencourt aus 16 Metern. Aber Sommer ist da und Eggestein nochmal mit der Flanke. Kommt aber auch keiner dran. Vielleicht jetzt mal Hector. Ha, das wäre zu schön gewesen. Ja, ich nehme den Wechsel an. Höger kommt rein für Maximilian Eggestein. Damit haben wir den zweiten Wechsel auch durchgeführt. So, kommt Jungs. Der Sieg im Derby, der sollte drinne sein. Und Bittencourt holt sich da hinten den Ball. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Über ein schnelles Spiel mit Eggestein. Der hat Platz. Aber Sommer. Dieser Jan Sommer, der macht mich wahnsinnig. Komm, die Ecke. Komm, Gomez, du bist auch relativ schnell. Holt sich da auch super den Ball, verliert ihn aber. Und jetzt die Chance für die Gladbacher. Oder komme ich nochmal an den Ball? Ja, Höger holt da super den Ball. Jetzt Gomez. Ja, er ist noch nicht der Schnellste. Er hat eigentlich ein super Potenzial. Super schnell soll er eigentlich sein. Merke ich aber zurzeit noch nichts von. Dafür aber, dass die Gladbacher hier gerade einen guten Angriff starten. Aber Heinz ist da. Jetzt Höger. Kann der mal was reißen? Rüber auf Gomez und Gomez mit dem 2:0. Der FC führt 2:0 gegen die Gladbacher.
Und das ist sein erstes Ligator für den ersten FC Köln. Jetzt sagt er Gomez für Osako. Das würde mir gar nicht passen. Osako. Wir haben die 78. Ein Wechsel wäre in Ordnung, auch für Gomez. Aber ich bringe dann lieber doch Córdoba statt Osako in der nächsten Unterbrechung. So, kommt, Jungs. Ah, gut gemacht. Und jetzt nochmal Gomez. Nimmt da Jojic mit. Heinz. Was macht jetzt Heinz? Ja, Eggestein versucht es immerhin. Eine schlechte Flanke. Aber die Gladbacher machen das hier trotzdem verdammt gut. Ah, jetzt Jojic mit ein bisschen Platz. Hat ein bisschen Platz immerhin mal. Kommt auch zum Flanken. Aber Eggestein, dich muss ich dringend hochtrainieren. Und das wäre es jetzt gewesen, hätte Gomez aus dieser Distanz getroffen. Dann hätte ich echt drei Kreuze im Kalender gemacht. Ja, Eggestein, gucken, was dich jetzt noch macht. Was ich mit dir mache. Córdoba jetzt im Spiel für Gomez. Und da ist der Schlusspfiff. Der erste FC Köln gewinnt das erste Ligaspiel gegen die Gladbacher mit 2:0. Ja, die Fans jubeln verhalten. Klar, es ist ein Derby. Gladbach gegen Köln. Ich glaube, ein schlimmeres Derby ist dann nur noch Schalke gegen Dortmund. Aber immerhin der erste Sieg, 2:0, gewinnt der 1. FC Köln hier gegen die Männer aus Gladbach. Und wir schauen erstmal rein, geänderter Spieltermin, Köln gegen Bremen. Und ja, danke Chef, bitte, dass ich dich spielen lassen hab. Wir können aber erstmal ins Training reinspringen. So, da haben wir Eggestein drin. Wir werden dann hier noch Gomez haben wir schon. Den anderen lieben guten Eggestein nehmen. Ich werde erstmal alles auf schwer trainieren. Ja, Früchtel, du musst Gas geben, damit du hochkommst. Und dann gehen wir auch nochmal in die Transfers rein. Suchen nochmal nach einem RV, ich mache mal so 23 Jahre, sollte reichen. Und suche in der Bundesliga. Komm, Bundesliga, da haben wir sie. So. Ich würde ja liebend gerne den hier mir kaufen. Den werden wir jetzt mal scouten lassen, den lieben guten Kimmich. Und für die LV, ebenfalls Bundesliga. Ja, Yannick Gerhardt, du bist mir definitiv zu teuer. Okay, hier ist er schon mal nicht bei. Dann suchen wir einfach jetzt so den lieben guten alten Spieler. Da haben wir ihn. Er ist 25 Jahre alt. Kontaktiert von Leicester. Wir werden ihn mal vermerken. Werden dann hier... Ah, so nicht. Alle. Birki, Götze, Isaac, Philipp, Larsen, Reimann. Hier, Julian Weigel. 21 Millionen. Schade, dass er 21... Er ist mir doch noch ein bisschen zu teuer. Aber ich werde einfach mal versuchen, mit Durm zu verhandeln. Ja, wir können verhandeln mit Erik Durm. Da bin ich echt mal gespannt,
was Dortmund sagt. Ich werde mal einen Spielertausch versuchen. Und zwar gegen einen Mittelfeldspieler. Da haben wir ja einige zur Verfügung. Nehmen wir mal Marco Höger. Ein rechter Verteidiger. Ich habe doch selber keinen rechten Verteidiger. Bis auf Lukas Klünter. Wir machen einfach mal eine Transfersumme. Machen wir einfach mal 5 Millionen. Ich hoffe, er läuft jetzt nicht weg. Ja, das Gespräch war die reinste Zeitverschwendung. Ich konnte es mir schon fast denken. Und da klingelt jetzt hier einfach mal kackendreist mein Handy. Da muss ich gerade mal ausschalten. Denn sonst geht es mir die nächste Zeit noch auf die Nerven. Ja, Leicester wurde angenommen, wir sind abgelehnt worden. Wir können in einer Woche, glaube ich, neu verhandeln. Werden wir auch versuchen. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Wir brauchen auf jeden Fall Verteidiger und nicht gerade schlechte Verteidiger. Besonders hier für Horn brauchen wir einen Ersatz. Klünter kann sich verbessern, aber wir brauchen jetzt erstmal einen Ersatz auf der linken Verteidigung, ob wir das wollen oder nicht. Deswegen werden wir einfach nochmal suchen in der Bundesliga. Ja, David Alaba, 44,5 Millionen. Und ich weiß nicht, wen man noch holen könnte. Dorm hätte ich mir ja echt gerne geholt. Aber er wird nicht kommen. Ja, ist egal. Wir haben die Anfrage für Kimmich am Laufen. Die läuft ja ebenfalls noch. Für den guten alten Joshua Kimmich. Da haben wir ihn. Den werden wir jetzt auch einmal vermerken. So, gehen wir weiter. Einfach mal im Kalender jetzt weiter. Wir sind derzeit dritter Platz. Und da steht auch schon fast das nächste Spiel auf dem Plan. So, Leihangebot für Georges Meret. Ein Jahr möchte ihn Genua haben. Und ich würde sagen, nehmen wir an, für ein Jahr nach Genua für Meret. Hector 19,9 Millionen. Das könnt ihr aber sowas von vergessen, liebe Stoke City. Kauft mir die Spieler ab, die ich verkaufen möchte und nicht irgendwelche Spieler. Denn wir stehen kurz vor dem nächsten Spiel mit Hamburg. Ja, fürs Nationalteam abgegebene Spieler: Pizarro, Marot und Sörensen. Also noch nicht wirklich viele. Und ich würde sagen, wir starten direkt noch rein ins zweite Spiel: Köln gegen Hamburg. Und da sind wir auch schon im Spiel 1. FC Köln gegen den Hamburger Sportverein im Rhein-Energie-Stadion. Und wir reden nicht lang. Es gab nur eine kleine Veränderung bei mir in der Startformation. Und zwar Früchtl ist in der Startelf gelandet statt Timo Horn. Wir sind diesmal in den weißen Trikots und versuchen natürlich hier unseren zweiten Sieg einzufahren. Aber dafür müssen wir natürlich auch erstmal die Hamburger dann knacken können. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal hier direkt, vielleicht mal aus der Distanz, aber Eggestein, das war leider doch nichts. Ich hoffe natürlich, dass er sich noch verbessern wird. Auch im Abschluss, er wird natürlich von mir fleißig trainiert werden. So, komm. Hector mal ganz stark und dann wird er zur Ecke geklärt. Matenia im Tor beim HSV, auch selten eigentlich zu sehen. So, jetzt Eggestein mit der 7 versucht es auch einfach mal, aber wir müssen versuchen natürlich hier irgendwie die Verteidigung zu knacken und bitten Kurt mit dem nächsten Schussversuch. Und jetzt Jojic wieder mit der Ecke. Wird nix. Heinz versucht es da auch mal.
aber wieder nichts. Ball fliegt übers Tor. Stolpert auch ein bisschen beim Abschluss. Jetzt 12 Minuten gespielt und es ist noch nicht wirklich was passiert, bis auf zwei kleine Torchancen. Und das ist mal hier gut von dem HSV. Jetzt aufpassen. Und da passen die gut auf. Aber da pfeift er irgendwas und gibt er jetzt da Elfmeter. Ja, es sieht so aus. Er hätte geschubst wohl. Ich hoffe, dass wir da nochmal jetzt eine Wiederholung kriegen. Ja, da sehen wir es nochmal. Ja, er kommt zum Fall, obwohl nicht wirklich was passiert ist. Noch der Wechsel und dazu Elfmeter. Früchtel gegen Kostic. Er nimmt weiten Anlauf und Früchtel hat den Ball. Und damit hält Früchtel seinen Kasten noch sauber. Den Elfmeter hält er da ganz stark. Und da gibt er schon wieder ein Foulspiel. Also lieber Schiri, was du da jetzt gerade pfeifst, das ist ja wirklich Müll. So, Papadopoulos mit der Ecke. Mit der Ecke, mit dem Freistoß. Aber wir klären da nicht gewollt zur Ecke. Jetzt kommt aber die Ecke von Kostic. Hector kann erstmal klären. Und da kommt Bittencourt an den Ball und der Junge, der ist schnell, das wissen wir alle. Er zieht da auf dem Flügel einfach mal an allen vorbei. Ja, und da wird er gelegt, da verletzt sich wieder ein HSV-Spieler. Mir aber auch relativ egal, ob sich der verletzt. Und wir kriegen nur den Einwurf. Jetzt mal Gomez, kommt nicht zum Flanken. Da holt sich aber der liebe Horn den Ball, verliert ihn aber direkt wieder. Und jetzt der HSV wieder im Vorwärtsgang. Und die machen das eigentlich ganz gut mit dem Ball halten. Ganz sicher und wir kommen einfach nicht dran. Wir kommen hier einfach nicht an den Ball. Und jetzt mal der Seitenwechsel. Ja, gut aufgepasst da von Klünter. Wir versuchen es mal mit einem ruhigen Aufbauspiel. Gomez auf Eggestein. Der ist natürlich noch nicht wirklich schnell und verliert da auch direkt wieder den Ball. Also wenn er so weitermacht, wird er den Verein wieder verlassen müssen. Gut aufgepasst von Hector, aber dann mit dem schlimmen Fehlpass. Jetzt Kostic. Hector passt da wieder super auf und klärt erstmal. Aber immer noch der HSV im Ballbesitz. Nein, sondern Klünter im Ballbesitz. Nimmt da Eggestein mit. Und Eggestein, er flankt. Ah, da kommt keiner an den Ball. Hector, Bittencourt, auf der anderen Seite mal. Aber wieder der HSV jetzt. Gomez kommt nicht an den Ball im ersten Moment. Und der lange Ball. Ja, gut, abseits hat man mit bloßem Auge gesehen. Und wir versuchen es weiter hier in Führung zu gehen. Jetzt mal Hector mit ein bisschen Platz zieht ab. Aber Matenia, klar, so ein Ball, fängt selbst ein Opa mit dem Krückstock. So, Klünter behauptet den Ball. Und wir kriegen diese Verteidigung einfach nicht geknackt. Jetzt vielleicht nochmal Bittencourt. Vor der Halbzeit setzt sich da gut durch. Kommt zum Flanken, aber Matenia ist wieder da. Und somit wird es mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen. Ja, 0:0 zur Halbzeit. Wir konnten uns hier nicht irgendwie durchsetzen. Leipzig gegen Freiburg nach 15 Minuten ebenfalls noch 0:0. Und Eggestein wird den Platz verräumen müssen diesmal für Córdoba und Spiel fortsetzen. So, kommt jetzt FC, macht hier das Ding. Ich möchte 6 Punkte auf dem Konto, aber erstmal jetzt die
Jungs aus Hamburg, die ja den Elfmeter vergeben haben. Und da pfeift er schon wieder Elfmeter. Das darf doch nicht wahr sein. Er kommt mit einer Ermahnung davon, der liebe Heinz. Er versteht die Welt nicht mehr. Erst Sörensen und jetzt wieder Kostic. Und jetzt macht das. 1-0 für den HSV gegen den ersten FC Köln. Wir versuchen ihn da noch ein bisschen abzulenken, aber es hat nichts gebracht. Wir sind im Rückstand mit dem 1-0. Und jetzt versuchen wir natürlich hier ein bisschen Gas geben. Über Bittencourt, wieder auf dem Flügel. Córdoba ist in der Mitte, kommt nicht zum Kopfball. Aber Eggestein auf der anderen Seite holt sich den Ball. Jetzt Klünter mal mit der Ecke. Und Bittencourt nimmt den Ball direkt Volley. Da sehen wir es nochmal. Super gemacht. Aber ein bisschen zu hoch der Ball. Fliegt Meter über das Tor hinweg. Und jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir uns hier nicht das zweite Ding fangen. Weil es ist ja einfach so, wenn man es vorne nicht macht, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man es hinten kassiert. Jetzt aber mal Córdoba nimmt da Bittencourt mit und der hat Platz. Er ist durch. Jetzt Bittencourt. Aber Mateña hat den Ball sicher in der Hand. Da hätte ich vielleicht doch früher abschließen müssen. Und jetzt wieder der HSV. Die machen das hier richtig gut. Dickmeier gegen Bittencourt, der zum Einwurf klärt. Und jetzt nicht wieder einen Elfmeter da verursachen, unnötig. Und die machen das hier echt richtig gut, der HSV. Aufpassen! Aber zum Glück jetzt nichts passiert. So, er will Gomez für Osako. Da bin ich gar nicht für. So kommt FC. Wir sind in der 66. Minute. Und jetzt muss doch hier mal ein vernünftiger Torschuss kommen. Gomez verliert den Ball gegen den Ex-Kölner Mavrai. So, Früchtl ist am Ball. Was das da jetzt auch soll, dass er so lange gezögert hat. Und jetzt nochmal Gomez. Geht da vorbei. Sucht den Abschluss und macht das 1:1 in der 74. Minute. Ich weiß immer noch nicht, was ein Fehlkauf. Ich habe 1 Million € für ihn ausgegeben. War es ein Fehlkauf? Ja oder nein? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare rein, ob es sich lohnt, ihn für 1 Million gekauft zu haben oder nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht wirklich seinen Marktwert. Er zeigt mir schon wieder an Gomez für Osako. Wir haben schon die 74. Minute und ich glaube, es wird auch Zeit kommen. Es ist viel gelaufen. Wir werden aber Höger bringen. Und ebenso werden wir durch für Hector bringen. Hector auch ganz starkes Spiel natürlich. Ich hätte Hector auch bis zum Ende spielen lassen können. Aber Dorsch soll auch mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Und jetzt Córdoba. Er kann viel am Ball. Er muss es auch nur wollen. Immer noch Córdoba spielt rüber, aber geklärt. Und jetzt Dorsch, unser zentraler Mittelfeldspieler, versucht es einfach mal. Und immer noch 1:1. 12 Minuten noch. Und wieder Dorsch. Mit dem Kopf. Salihovic kommt für Wallace rein. Und jetzt komm, FC. FC, komm. Wir wollen die 6 Punkte. Jojic setzt sich durch. Kein Abseits von Eggestein. Der versucht es
mit der Flanke, geht in den 16er. Und dann verliert er den Ball. Aber Höger ist ja noch da. Und er verliert auch den Ball. Höger, warum verlierst du den Ball in so einer guten Situation? Aber Höger setzt nach. Ganz stark da von Höger. Córdoba wartet in der Mitte. Und das ist das 2:0. Córdoba in der 87. Minute mit dem 2:1, nicht 2:0, 2:1 für den ersten FC Köln. Und da sehen wir es nochmal ganz stark da von Höger. Ganz ruhig in Córdoba, hält nur noch seinen Fuß hin und damit 2:1. Ich hoffe, ich kann dieses Ergebnis halten. Wir werden jetzt natürlich extrem auf Zeit spielen, werden auch nochmal wechseln, falls wir zu einem Wechsel kommen. Eggestein geht raus, Kvaros ausgeschöpft, okay. Können damit keine Zeit mehr schinden. Werden jetzt natürlich auf Abseitsfalle gehen. Und wir sind im Ballbesitz. Der FC im Ballbesitz. Starkes Spiel hier vom FC. Die Nachspielzeit läuft. Jetzt Höger auf Córdoba. Und das wird nix. Und da ist der Schluss für 4. Gewinnen 2:1. Damit unser zweites Ligaspiel gegen den Hamburger Sportverein. Ja, die Trainer sagen sich noch tschö. Und damit war es dann auch das zweite Spiel. Damit zu Ende. Damit haben wir 6 Punkte auf unserem Konto. Ich bin gespannt, wie die anderen Spielen gespielt haben. Und wir sind Erster. Wir sind erster Platz mit einem Torverhältnis von 4:1. Aber ich glaube, der direkte Vergleich wird jetzt gezählt. Damit haben wir 4 Tore geschossen. Und damit sind wir derzeit Erster. Ebenfalls aber auch Mainz an uns dran. Ebenso die Bayern. Und dann kommt schon Frankfurt mit 4 Punkte. Und letzter ist Leipzig. Leipzig ist letzter Platz. So, wir haben hier 2 Angebote. Einmal für Dominic Marot. Er wird uns 4,7 Millionen geboten. Da werden wir einfach mal verhandeln mit den Jungs. So, neue Transfersumme. Und ich sag mal, für 7,5 könnt ihr ihn haben. Okay. Bremen will Sörensen. Ihn würde ich auch ungern abgeben wollen. Aber wenn die mir ein gutes Sümmchen bieten, dann könnte ich mich mit abfinden, dass Sörensen den ersten FC Köln verlässt. Das ist euer letztes Angebot. Neue Transfersumme. Wir haben ja jetzt gerade 25 gesagt. Sagen wir mal 23. Mehr gebe ich nicht aus. Gut, das wollen sie auch nicht. Dann haben die auch eben Pech gehabt. Ich hoffe, dass wir gleich noch vor... Ihr seht, der Deadline Day steht kurz bevor. So, hier habe ich jetzt 2-mal Früchtel drin. Ne? Warum? Weiß auch kein Mensch. So, wir werden auf jeden Fall trainieren den Maximilian Eggestein. Und lalala, warten, warten, warten. Früchtel geht auf die 68, ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, dann bleibt ihr auch immer auf den Laufenden und bis zum nächsten Mal. Ciao.